Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht schauen wir in die Geschichte noch mal ein bisschen zurück. Wir haben in den 90er Jahren Standards gesetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz, gerade im Bereich der Industrie 4.0. Und das war damals die Regierung von Helmut Kohl, die die künstliche Intelligenz schon hier in der Bundesregierung als Thema besetzt hat. Wir haben Anfang der 2000er Jahre haben wir erlebt, dass durch neue Entwicklungen gerade im Hardware- und Softwarebereich, in einem dynamischen Markt, im Consumer-Bereich, Entwicklung in die USA sehr herübergewandert ist, dass dort eben auch Standards gesetzt werden. Aber wenn wir jetzt weiterschauen, dann steht eben jetzt genau da an, dass wir eben die digital getriebenen Anwendungen jetzt mit der Physik, mit der Mechanik vereinbaren müssen. Und da wird neue Wertschöpfung geschaffen. Und da kommt die traditionelle Stärke unserer Industrie, unserer Wirtschaft eben zur Geltung. Darauf gibt die Bundesregierung in der KI-Strategie eine entscheidende Antwort. Sie bündelt die Kräfte, die wir in Forschung, Entwicklung haben, die wir auch in der Industrie haben, um hier auch neue Standards zu setzen, um da auch neue Entwicklungen voranzutreiben. Lassen Sie mich hier aber dabei heute eine entscheidende Frage stellen. Wie gehen wir dabei mit den Daten um? Und es wurde eben viel diskutiert über Daten. Wir müssen uns die Frage stellen, wie schaffen wir einerseits einen ethischen Rahmen, der unserer Moral auch entspricht, und wie schaffen wir auf der anderen Seite aber genug Freiraum, um auch Entwicklungen zuzulassen. Das ist die entscheidende Frage. Wie stellen wir auch zukünftig sicher, dass wir Daten hier bei uns speichern können? Und da hat die Bundesregierung entscheidende Antworten auch dazu geliefert. Wir müssen jetzt nach der Strategie in die konkrete Ausarbeitung reingehen. Da ist jetzt die Zeit dafür, dass wir eben sicherstellen, dass wir hier bei uns die Speicherung, die Nutzung und die Verwertung dieser Daten auch weiterhin zur Verfügung stellen und auch sicherstellen. Die Ausarbeitung der KI-Strategie liegt jetzt vor uns. Wir müssen jetzt in die Schritte reingehen. 50 Millionen Euro stehen bereits in diesem Jahr 2019 bei uns im Bundeshaushalt zur Verfügung. Und jetzt gilt es eben, diese zu konkretisieren und da mit gemächlichem und schnellen Schritt auch voranzugehen. Weiterhin müssen wir dafür sorgen, dass wir hier bei uns natürlich auch eine Infrastruktur vorhalten, die hier Antworten gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Chip-Entwicklung hier bei uns vor Ort vorantreiben, dass wir zum einen die Wertschöpfungstiefe auch hier bei uns sicherstellen, dass wir aber auch zum anderen in der Datensicherheit durch eine Produktion von Chip hier bei uns, durch eine Entwicklung hier bei uns natürlich auch dort für Sicherheit sorgen und dass wir das Einfallstor hier schließen können. Ich höre aus der Industrie bereits positive Stimmen, die am deutschen Standort weiterhin interessiert sind. Und das gilt es jetzt natürlich auch hier konkret umzusetzen. Weiterhin müssen wir in der Softwareentwicklung dafür zu sorgen, dass wir auch hier Daten speichern können und dass wir diese auch weiterhin nutzen können. Und das gilt es jetzt auch hier in der Ausarbeitung der KI-Strategie voranzutreiben. Und dann können wir auch hier in Deutschland weiter dafür sorgen, dass die Wertschöpfung auch in Deutschland stattfinden kann. Aber wir dürfen auch in der Datenpolitik nicht übertreiben. Es wurde eben angesprochen, die DSGVO, die hat sehr große Standards gesetzt, Standards insbesondere im Bereich der Persönlichkeitsdaten. Wir müssen aber auch weiterdenken, dass wir uns auch die Frage beantworten, wie gehen wir mit anonymisierten Daten um? Gerade im Gesundheitsbereich lässt sich hier großes Wachstumspotenzial verwirklichen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie wir mit weiteren synthetischen Daten umgehen, wie wir dort auch zusätzliche funktionale Sicherheit herstellen können. Nur mit Qualität und funktionaler Sicherheit haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder auf dem Weltmarkt überzeugen können. Und das gilt es auch hier mit synthetischen Daten sicherzustellen. Und mir ist da ein Beispiel, vielleicht hat der eine oder andere auch im Frühjahr letzten Jahres das Fahrzeug gesehen, was in Amerika leider einen Fahrradfahrer überfahren hatte. Wenn man da genauer reinguckt, dann sieht man, dass dieses sogenannte autonome Fahrzeug eben nur mit visuellen Daten eben versucht hat, sich durch den Verkehr zu fängen. Und dass die Daten, die wurden auch nur mit reellen Daten entsprechend gespeist. Und wer schon mal in den USA gewesen ist, ich war über Weihnachten noch mal da, der sieht fast kaum einen Fahrradfahrer auf der Straße. Und auf der Autobahn sieht man noch viel weniger an Fahrradfahrer. Das heißt,
das trainierte Fahrzeug, was eben mit reellen Daten über die Straße gefahren ist, hat den Fahrradfahrer nur als Rauschen erkannt. Und da gilt es, neue Standards zu setzen. Da kommen synthetische Daten rein, da kommt auch eine Modellierung rein, wo wir eben mit zusätzlicher Datenmodellierung entsprechend für Sicherheit sorgen können. Und hier können wir auch weiter unsere Erfahrung ausbauen, auch Vertrauen gewinnen, wenn wir über Qualität und Sicherheit überzeugen. Das gilt es jetzt umzusetzen. Da freue ich mich schon auf die konkrete Ausarbeitung. Ich helfe der Bundesregierung da auch gerne weiter. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Marc Jungen, AfD.